Also, das ist unbegreiflich gerade. Das liegt irgendwie hauptsächlich an diesem blöden Spiel mit seinem blöden Tastenbelegungsgedöns. Ich lege gerade einfach neu. Wofür habe ich jetzt eigentlich den Schlüssel? Ich weiß gar nicht, wo er wohnt. 203. Und egal, was ich halt drücke, irgendwie manchmal ist es auf einmal weg und dann bin ich tot und mit OBS stürzt ab. Ich habe keine Ahnung. Das war bisher noch nie so. Also OBS macht echt Zicken heute. Beim letzten Mal hat es irgendwie geklappt, aber diesmal gar nicht. Ich denke aber, jetzt passt wieder alles soweit. Ansonsten weine ich einfach. Oder ihr fangt halt an, Lippen lesen zu lernen. Wie es da so. Hilft ja da nichts anderes. So. Der hat doch bestimmt irgendein Messer hier rumliegen. Oder ein Gehirn. Jetzt bin ich nicht mehr mute, richtig? Jetzt hört ihr mich. mal öffnen. Klebeband und Cash. Nice. Nehmen wir alles. und da schaut eine zerrissene Seite aus dem Buch heraus. Ich nehme sie. Mal gucken. Dame mit Hut, immer wachend, immer lächelnd, sie darf nicht sehen. Blende die Schlampe. Ja, ist klar, wer damit gemeint ist. Dann gehen wir. Ist bereits offen. Ja, dann gehen wir, habe ich doch gesagt. Achso. Irgendwie bin ich nicht im Chat drin, glaube ich, gerade. Ich glaube, ja, Verbindung zum Chat getrennt. Ich bin irre. Danke. Dann dürft ihr mir jetzt nochmal schreiben, ob ihr mich hört oder nicht. Nein, na, tatsächlich wollte ich nochmal den Automaten auch ran. Wenn wir schon mal hier sind. Jetzt zwei packen, komm. Ihr hört mich, Gott sei Dank. Nee, ist heute echt nicht mein Abend. Das ist irre. Ich habe mich so drauf gefreut und dann so gefailt. Das ist nicht normal. Kann morgen eigentlich nur besser werden. Und wir haben jetzt Zigaretten. Ich habe vor einigen Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Vielleicht kann ich es einfach jemandem geben. Ich könnte auch rauchen, aber ich glaube, das will ich wirklich nicht. Die Frage, wie wir die Schlampe blenden wollen, bestimmt mit Klebeband. Doch endlich wieder der Chat. Wieso hat er jetzt auch noch rumgezickt? Das, oh Mann, das musste einfach nicht sein. Also ich denke, wenn ich jetzt hier noch Highlights schneide, wird das jetzt auch nur der große Teil sein und das Ende jetzt hier und dann bin ich bedient. Die anderen Schnipsel muss ich da echt gar nicht mit reinpacken. 10 Versuche heute mit dem Stream. Ich habe sogar vorher getestet, alles war okay. Und dann sowas. Ja, schauen wir es erstmal genauer an. Ist ja gut. Das ist schön, oder? Sie darf nämlich nichts sehen. Aber es ist auch irgendwie noch nicht das Hotelzimmer, was wir damals bei der Cat Lady gesehen haben. Es sind immer noch andere. Ja, halt hier ruhig die Augen zu. Und da ist schon wieder das Mädel. Das war auch auf dem Kalender drauf. Die Flasche noch mal eben angucken. Gin. Starker Stoff. Kenne ich diese Frau? Nein, unmöglich. Deshalb kam er nie zurück. Der Doktor ist das nämlich. Ja. Komm mal mit, Schätzchen. Nochmal. Das können wir am Schwein benutzen und dann kochen wir uns was Leckeres draus. Oder wir töten die alle mit der Säge. Geht das vielleicht? Ich glaube, das ist gewollt, dass wir die vergasen. Mal No Smoking.
Hier raucht niemand. Nicht irgendeiner noch hier geraucht? Vielleicht später. Mal abwarten. Dieses blöde Schwein jetzt noch für die Tieren hier. Die Erdgeschoss ist schon okay. Ich will immer nur hoch hinaus. Aber ich habe halt noch nicht so wirklich Ferien. Ich habe halt immer noch wirklich viel zu tun und das ist auch irgendwie ein bisschen heftig. Muss wieder klarkommen, geregelten Tagesablauf finden, irgendwelche solche Geschichten. Das sollte helfen, denke ich. Ich war auch kurz davor, das Spiel zu beenden und zu sagen, komm, wir fangen heute was anderes an. So. Was kommt danach? Muss ich mal gucken. Also ich muss mir noch ein, zwei Sachen angucken. Vielleicht das Alpha Polaris Horror-Adventure-Spiel. Ist dann vielleicht wieder mit ein bisschen Rätseln verbunden, so wie das ja auch schon. Aber ich glaube, das ist okay, weil es ist ja mehr Adventure als... als irgendwas anderes. Ich hatte nicht Lust schon... Also, gut gezeichnet ist es auch schon wieder, aber so... Ich weiß auch nicht. Also entweder das, ist es mir schon installiert, oder vielleicht doch, Knock Knock. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich muss das aber noch anspielen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin, ob sich das so gut streamen lässt. Sanatorium gehört auch so in die Kategorie. Meinst du? Ich weiß nicht, ob ich das eher zum Point and Click lasse. Weil das ist definitiv nur Point and Click. So. Und aber ja, auch Horror natürlich. Also wenn ihr da gewillt seid, kann ich mir auch Sanatorium spielen. Mal gucken. Ey, was bist du? Nein, komm hoch. I've switched it off now. Ach so, aus. I've switched it on. Das war halt so nach oben. Wegen, was ich verwirrt. Verwirrt es mich? Sitzt hier allein im Dunkeln? So mag es lustig sein. Das sind nur so Sachen. Das sollte eigentlich funktionieren, dass wir diese jetzt einfach das anstecken, Zigarette reinwerfen und boom. Oder nicht? Hm? Achso, die stand da noch. Sollte. Dann ist aber auch erst die zweite tot. Für die dritte müssen wir irgendwie gucken. Ich weiß nicht, was sie will. Er hat sie halt fett genannt. Mann, vielleicht sollen wir echt was zu essen bringen. Deswegen auch der Mixer unten. Ich bin mal gespannt. Knöpfe bedienen diesmal. Ist das Gas, I smell? Don't worry. I've got it under control. No smoking. Das Verlangen ist immer noch groß, aber ich will nicht wieder süchtig werden. Dafür brauche ich es nur einer. Die haben ja nicht mal Feuer dafür. Das ist ja eh das Schlimmste. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Das ist auch ganz schön genial von mir, einfach so mit Feuer, Zigaretten ohne Feuer hier anzukommen. Da habe ich nur die Säge her. Feuer. Irgendwo eine Kerze, irgendwas gebrannt? Nee, ne? Vielleicht hat hier Harrison noch ein. Er hat doch ein Feuerzeug, oder? How's the party? Ist sein Handy. It's all good. Go ahead, man. Grab a beer. Like I did. Don't mind if I do. Just stay away from the birthday girl. She's a fucking nutcase, she is. Why? She's madly in love with me. And how's that a bad thing?
Oh, man. That girl's ass is the size of a football stadium. Stupid fat bitch. I don't think I can do it without getting super wasted. Ich glaube, dass er so besoffen ist, dass er was sein Realitätsbild total falsch ist. Ist ja krass. Mit hässlichen Menschen sagt man dann, wie dass sie schön sind. Danach erschreckt er sich. Just tell her you're not interested. Yeah, but maybe I will be. Later. I just need a few more beers. Oh, Mann. Das ist ein Arsch, ey. A cigarette, would you? I'm all out and I'm fucking dying for a smoke. Sicher. I've got some. Just give me a second. Mal gucken, dass er die uns anzündet. Wäre schon geil. Cigarette? Oh, fuck yeah. Hey man, you can't smoke here. See that sign? Are you for real? Who gives a shit? Geh mal weiter nach rechts. Da drüben ist es kuschelig. You'll just trigger off the fire alarms and the sprinklers. Do we really want to get drenched? Well, that would ruin my hair. There's a bathroom just there. Go smoke in the bathroom. Ja, ja, geh mal dahin. Da passt das. Geil. Ach ja, gehen wir mal mitgucken. Mit Sicherheitsabstand natürlich. Ihr müsst echt reingucken? Ich speichere mal nochmal. Mal. Smoke. Sorry? Not sorry? Ach ja. It's true when they say that smoking kills. Shut up, Joe. Just shut up. Gefällt ihr gar nicht. Das war jetzt ein richtiger Mensch. Ist nicht so cool. Aber Sophie dürfte auch tot sein, denke ich. Oh, yeses. Der zweite Sprung im Spiegel. Fehlen noch zwei. Well done, Joe. I hope you're happy now. Ja. I had to do this. Yeah, yeah. I know. But did I tell you I'm allergic to human intestines splattered all around me? You are? Just do what you gotta do and tell me when we're out of here. And stay close, please. Okay. Ich denke, wir werden hier auch gleich raus sein wieder. Oh. Ach, nicht doch. You all right? No, I'm not all right. What happened? I tripped over some legs. Harrison, always an asshole. After death. Harrison. I don't really want to talk about it. Let's just go. Ich bin schon ein Arsch. Ach, hier ist tatsächlich eine Wand gewesen, ein Loch drinne. Mind your head, Agnes. Ouch! Hab's dir doch gesagt. Coast clear yet? It depends. It depends? It depends on what? It depends on how you feel about severed human heads. Not that good, to be perfectly honest. Then keep your eyes shut. We're almost done here. Frau. Mit einer Nachricht für uns. Recipe? Dann nehmen wir das Rezept mit. Iss mich, garantiert nicht. Aber wir können ihn tatsächlich mixen. Diese eingeritzte Nachricht im Kopf. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn für irgendwas gebrauchen. You're still not looking, are you? Why? Is it okay to look now? No. No. Nothing to see here. Nothing at all. Wir nehmen ihn einfach so mit. La 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 la. Die kann man richtig gut mixen, habe ich gehört. Und zurück. Dann können wir da nämlich ein bisschen Rizinusöl reintun und dann ist auch Sophie Nummer 3 erledigt. Ich weiß nur nicht, was wir mit dem männlichen Sophie machen. Also der da in dem extra Haus sitzt. Jetzt auch in jeder Etage einer. Die erste im ersten Stock. Gut, die zweite ist jetzt im dritten. Ja gut, die dritte auch im dritten, aber vierte ist wieder im vierten.
Na. Erstmal schön mixen. Das ist verrückt. Ich würde das nur tun, wenn ich wirklich keine andere Wahl hätte. Na, wieso denn? Wenn ich kochen will, sollte ich lieber ein Rezept befolgen. Ja, nehmen wir mal vielleicht das Rezept. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, soll ich sagen, so ein Apothekenrezept. Keine Ahnung. Okay. Mein Rezept für fettmachende Smoothies. Ein frittierter Bauchspeck, Pintrizinusöl, ein Glas Spirituosen, ein menschlicher Kopf und Oregano. Haben wir alles da? Wir brauchen nur den Bauchspeck mal noch miteinander vermengen und genießen. Den Bauchspeck noch raussägen irgendwie. Noch die Säge? Sind die weggepackt oder was? Manu. Wo kriegen wir jetzt Bauchspeck her? Achso, vielleicht von dem Schweinchen? Auch nicht. Braucht man frittierten Bauchspeck? Frittierten auch noch? Das ist gar nicht so einfach. Nochmal kurz gucken. Wird es auch egal, was wir da reinschmeißen? Kopf, Spirituosen, Oregano. War ja klar, dass es nicht so einfach geht. So, guck mal bei der Sophie, die du gerade in die Luft gejagt hast. Stimmt, die könnte Bauchspeck haben, natürlich. Bin ich einfach so vorbeigerannt? Geil. Ihren Bauchspeck, ernsthaft? What are you doing there, Joe? Mist. You don't want to know. Is that a human head? Nein. If you don't like it, don't look. But you can't. Watch me. Ich hoffe, dass auch ein bisschen mehr Rizinusöl reinmacht als so ein bisschen. Aber gute Idee auf jeden Fall mit dem. Fetten Ding. Ich dachte, ich hätte echt nichts gesehen, weil sie ja gleich hingeflatscht ist. Aber vielleicht war es genau deswegen, dass ich es übersehen habe. Kann gut sein. So. Sie sind so fies. Wieso sind sie so fies zu mir? Ah, der war schlecht. Das war nicht hilfreich, nein. Hat er vielleicht noch ein bisschen? Nee, das ist nur der Geheimgang, leider. Ein Klumpenfett. Ich werde bekloppt. Irre. Wie so ein Fangirl einfach drauf rumspringen, sich freuen. Ein Klumpenfett. Wohin will ich denn immer fahren eigentlich, wenn ich hier einsteige? Das ist mir nie bewusst. Ich muss immer nach unten klicken eigentlich, weil ich denke, unten ist der Knopf, um nach unten zu fahren. Das ist genau andersrum aufgebaut. Das ist so fies. Wer hätte gedacht, dass fette Menschen uns Fett geben könnten? Aber ich glaube, das ist nur zum Frittieren, oder? Das Fett, was wir jetzt haben. Oder? Ja genau, ohne Öl können wir nichts anbraten. Das ist nämlich das Problem. Ich hab jetzt Öl her. Der Kopf sieht aber auch echt geil aus in dem Mixer, ne? Nehmen wir einfach Rizinusöl. Na, wir haben doch Öl dabei. Ne? So you're cooking us dinner now? No. It's not for us. Oh good. Good. Because you're not really meant to fry things in castor oil, you know. No. I think I'll try anyway. Genau. Und jetzt können wir den fetten Speck reinhauen. Haha. Stimmt, es soll frittiert werden. Ja. Na, warten wir ein wenig. Oh, es kocht bereits. Dann rein den Speck. Kann so schön kochen. Eve, ich hoffe, dein Essen ist ein wenig appetitlicher als das hier. Mit der bloßen Hand. So heiß. Ich kann ihn nicht einfach meine Hand hineinhalten. Hey, I found this fork in the house with all the coffins. You might want to use it.
for whatever you're doing there. Cool, oder? Thanks. You're welcome. Ja gut, das Essen ist schon längst weg, aber ich hoffe trotzdem, dass du was Besseres hattest dann in dem Fall. Wobei, frittierter Speck ist auch geil. Huch. Will ihn doch benutzen. Benutzen! Na dann, sollten wir alles drin haben. Ach, was passiert hier eigentlich gerade? Sie ist echt fertig, ne? I'm sorry for freaking out like that, but that grinding noise, it was too much. Genau, wir tun das für Ivy. Ne, sie mag das halt nicht mit den Menschen töten und das ist echt ein bisschen widerlich. Kann man ja ruhig mal zugeben. This is our best shot, and we've got to take it. I'm not exactly enjoying it either, you know. You're really doing it all for your wife? Why else would I do such things? She'd better be worth it. Come on then, and don't forget to take your smoothie. Also den will ich jetzt unbedingt noch verabreichen. Weil es heute eh irgendwie so ein bisschen so mies lief, kann ich mal ruhig mal ein paar Minuten überziehen. Der Kochtopf ist auch aus. So. Auf zur Party, auf zu Sophie und guten Appetit und so. Ich glaube, das trinkt man eigentlich eher, ne? Ist doch gerade mal 20 Uhr. Ja, na eben. Aber weil ich ja in der Regel eigentlich auch nur noch so bei den 2 Stunden heute bleiben wollte. Danke. Wenn es passieren könnte, dass wieder ein Geräusch passieren oder sowas, dann würde ich halt plötzlich weg sein. So wie Sophie. Maybe she got spooked by the explosion in the bathroom. No. Not spooked. Did you notice that Harrison's body went missing from the home? I bet it's got something to do with her. You think she took it? But where? Harrison's Zimmer vielleicht? Ihr Zimmer? Krankenhaus. Hospital? Kind of too late for hospitals, don't you think? Harrison's room? The one on the second floor? There's only one way to find out. Let's go. Bei ihr Zimmer kann ich mir nicht vorstellen. Also es war ja bei uns nebenan. War hier noch irgendwas? Nee. Wir machen noch ein bisschen, vielleicht bis 15:15 oder so. So einen zweiten. Meine Arme jucken heute wieder ein bisschen, weil ich draußen war. Ganz kurz. In der Sonne. Das war nicht gut. Ich sollte mich mehr drin im Dunkeln verstecken. Oh, Ivy. Krass. You're alive. Irgendwie nicht so. What's wrong with you? You look like you've seen a ghost.
No. It's Ivy. Just there. On the floor. Really? Where? Danke für die Assi-Musik da draußen, Leute. I can't see anything. Er wird wirklich wahnsinnig. A minute ago, I saw her. Get torn in half. Joe, you're either losing the plot or... You really love her, don't you? Ja, wir sind alle Kellerkinder, natürlich. Die Welt draußen kann uns nur gefährlich werden. She wanted me to let her go. But I just couldn't do it. No matter what, I could never stop loving her. The thing with us women is that sometimes we say one thing and mean exactly the opposite. Did you ever notice? Well, yeah, I guess. I wasn't there, so I could be wrong, but I'm pretty sure she didn't want you to go. Then I was right, for once. Ha! I'd give you a medal if I had one, but I don't, so how about a fist bump? Fist bump? Na gut, warum nicht? Fist bump! Fühlt man sich gleich viel besser, oder? Vor allem, wenn man gerade den Verstand verliert. Richtig gut. So, und hier wohnt er jetzt wieder. Das ist mir sein Zimmer. Ich hier. Oh, it's you. Hello. Come in, come in. Oh, aren't you going to say hello, darling? We've got visitors. Aber er ist doch so müde. Lass ihn doch schlafen. You must forgive Harrison. He's feeling a bit poorly today. No worries. Let him sleep. Oh, I'm so excited. We've had a good talk. He's promised to change his ways. Now, he will never walk away from me again. Ja, er wird für immer bei ihr bleiben. Aber, naja. Lucky you. I've got something for you. Oh, how nice! What is it? I've found this recipe for a smoothie. My secret recipe! I couldn't remember where I left it. Well, genau hinter ihr. I got it, and I made it for you. Sweet. It's been one crazy day. I'm ravenous. I should be on a diet, but heute ist doch dein Geburtstag. Tomorrow, right? Just don't tell Harrison. Ach ja. Na vor allem, ich glaube, ein bisschen Rizinusöl ist tatsächlich nicht tödlich, aber in dieser Menge, wo wir es drin frittiert haben, naja. Bitteschön. Guten Appetit. Mm, so good. Are you feeling all right? Yes. Wait, I don't know. Left a funny aftertaste in my mouth. Hmm. Do you add oregano? Oh. Oof. My stomach. I feel sick and bloated. What's happening to me? Ich würde lieber rausgehen. Ist das nicht das, was sie wollte? Sofort während, dass sie explodiert? What? What have we done? Ein wenig unerwartet. We did what we had to do. Dass sie so zerfällt, meine ich. Fehlt aber nur noch... Das komisches Muster. Ich mal gucken. Hm. Das ist so viel Leichter. Dazu sagen wir nichts. Wir gehen einfach. Oh nein. Joe, do you realize how hard it is to wash blood off these carpets? Tja. We just can't carry on like this. It's time for a serious talk. Nein. I'm headed back to my office upstairs. Please come and see me. I have a proposition for you. What if I'm not interested? You will be. Trust me. Was
ist meinst du das Büro oben? Whatever she's got to say, do not trust this woman. Yeah. I just feel it. She's not a real person. Da, das kommt bestimmt gut hin. Oh Mann. Ich glaube, so lang wird das Spiel auch nicht mehr sein. Ich glaube, wir jetzt auch schon 3 Sophies getötet haben. Eine fehlt noch. Mal gucken, nach oben. Ich weiß echt nicht. Also 4. Etage garantiert. War da ein Büro? Bin mir da echt nicht so sicher. Blip. Ja, also ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir beim nächsten Mal dann vielleicht schon durch sind mit dem Spiel. Und ja, mehr gab es hier auch nicht wirklich, oder? Dup. Ob sie hier vielleicht meinte, dass sie hier ist? Bei 3. Etage ist schwachsinnig, aber da wir in der 2. waren und sie meinte, ich bin oben. Das ist das ihr Büro? Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat sich aber auch irgendwas getan. Na, nicht untersuchen. Einfach rein da. Ach stimmt, der hat mir gar nicht geöffnet. Wer hat doch gar keinen Hunger. Faule Ausreden. Einfach alles faule Ausreden. Die fette Sophie halt noch. Also die männliche. Ja, wie töten wir sie? Ich weiß nicht, was dieser Rauch zu bedeuten hat. Vielleicht können wir tatsächlich das ganze Haus einfach abfackeln. Im Auto reinfahren. Das wurde halt angesprochen, aber nicht benutzt. Tricky. Tja. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich gucken, wo die... Da ist ja eine Tasse im Hintergrund. Wo die Office-Tante ist. Ich gehe jetzt mal nach unten am Schalter gucken und mal klingeln oder so. Ich werde die da garantiert nicht finden. Oder hier geht es doch auf einmal weiter. Aber ich glaube kaum. Ist das ihr Büro? Nee. Mehr Türen gehen hier auch nicht auf. Ach, das ist das Büro der Managerin. Die einzige Mitarbeiterin. Gehen wir noch rein? Ich denke schon. Das tun wir uns jetzt auch an. Sie hängt da auch eigentlich. Ist ja geil. I knew you'd come, but I didn't think you'd bring a chaperone with you. Ist ja richtig geil. Guck mal, sie hängt als Schatten eigentlich schon an dem Seil und ist tot. Ich sollte dich hier nicht jetzt sofort für alles töten, was du uns angetan hast, oder du hättest uns warnen sollen. You should have warned us. You should have told us to leave. But Joe, I'm running a business here. I can't just tell my guests to leave, can I? Now, that would be so rude. I should kill you right here, right now, for all you've done to us. What's stopping you, Joe? Ist das schon tot? Ich bin kein Mörder. Nein. I want to find out what you know first. That's not going to happen. Unless you strip me naked, tie me to a bed, and torture me until I scream it out to you. Das ist, was sie möchte. You know I won't do that. No? Shame. It's time you've told me who you really are. You know very well who I am. I am your secret little desire, Joe. Your perfect woman. I'm never bitter, or tired, or not in the mood. Instead, I'm composed, and strong, and spontaneous. Spontan nennt man das, okay. I don't burden you with my baggage of problems. Deswegen hat sie sich auch erhängt, spontan. I don't hide from you,
Now is the perfect time for us to reconcile. To forget about that little bitch, Ivy. To run away and be happy. Sie redet ihm schon so ein bisschen ein, glaube ich. Nein. No. I'm einfach not nein. That kind of person. No, you're a good guy. After all, you did listen to your wife when she wanted to share her problems. And you were always there for her. But no one is perfect, Joe. Sometimes even when we think we're right, we're so wrong. You know what? I helped you once before, when I left that key on the desk. I'll help you again, just to prove that I'm not as evil as you seem to think. But let's play a little game first. I want you to follow me to a special place. We're not following you anywhere, right, Joe? The little mouse can talk. Hmm. You have a strange taste in women, Joe. Steht auf tote Frauen. I've got something you need. A perfect weapon. Just follow the trail. I'll be waiting. Die brauchen wir tatsächlich für die. We're not gonna do it, are we? Männliche Sophie. I know you don't trust her, but we might have no choice. A perfect weapon. Ja. Tempting. Dass er nichts dazu sagt, das macht mich irre. Aber gut, wir dürfen der Spur als nächstes folgen. Bestimmt eine Blutspur, irgendwas Komisches. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, es ist Zeit tatsächlich, ja doch, ich würde mir gerne den Rest halt aufheben wollen fürs nächste Mal, wenn dann schon das große Finale kommt. Sie zieht sich aus, das ist ihre Spur. Geil, oder? Ihr Schuh. Ihr anderer Schuh. Ihre ganze restliche Kleidung. Dann steht sie da schon nackt. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war halt ein bisschen chaotisch. Ich entschuldige mich dafür. Und morgen machen wir aber wieder Stardew Valley. Das wird angenehmer. Da habe ich keine Tastenkürzelprobleme. Und ja, das wird auch wieder entspannter. Nicht so verwirrend wie heute. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und ich mache ja auch direkt aus und mache nicht noch fancy Bildschirme, sonst geht ja alles wieder durcheinander oder so. Ich speichere auch direkt erstmal weg hier.